jeder Einzelne hat ganz unabhängig, in welcher Form man zusammenlebt. Also ob man verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden, polyamorös oder streng und brav lebt, alles erlaubt. Wird auch nicht geschaut in deiner WG, wie viele Leute teilen sich eine Mutterbüchse. Also das ist ein Witz, Sie kennen das vielleicht, denn bei Hartz IV wird ja, wenn Menschen länger als ein Jahr zusammenleben, wird das mal unterstellt, dass sie eine eheähnliche Gemeinschaft haben. Und wenn es dann zur gerichtlichen Prüfung kommt, ist ein Kriterium, ob man sich zum Muttergruß zusammengefühlt hat. Also so gesehen, wir meinen, wir gehen echt, das sind cool, ja, weil wir keinen Platz mehr haben, weil wir ein paar Personen in Russen haben. Naja, also das zweite Kriterium ist halt ein individuelles Recht. Das dritte Kriterium ist, man muss nicht vorher beweisen, dass man bedürftig ist. Damit einher kommt natürlich die erste kritische Frage, die zurechtgestellt wird. Heißt das, dass der Ackermann das auch bekommt? Und ist das Gelingte von Balla Balla, dass sie darum kämpft, dass Ackermann jetzt nochmal zusätzlich 1000 Euro pro Jahr bekommt? Also, das ist jetzt nicht meine große Mission, Ackermann noch mehr Geld zu besorgen. Ich sage, der Verweis auf Ackermann, wenn man denkt, deswegen muss man jetzt eine Bedürftigkeitsprüfung machen, deswegen müssen die Leute beweisen, dass sie ein Grundeinkommen kaufen, so findet die Irre. Weil wir wissen, gerade diejenigen, die wirklich besonders bedürftig sind, denen fällt es manchmal schwerer, sich gegen ihre Sozialdemokratie zu behaupten und das auch wirklich durchzusetzen. Das ist jemand, der da wirklich noch mit einem Steuerberater ankommt und mit einem Anzug und entsprechend schäbig auftritt, ist am Ende leichter hat zu beweisen, dass er mehr Anspruch auf hat, als jemand, der da wirklich in Notsituation ist. Also wir wollen natürlich eine Umverteilung, aber eben erst im Nachhinein über die Finanzierung und nicht im Vorfeld, damit auf jeden Fall sichergestellt ist, dass niemand in den Verschämten in den Verdeckten Armut liegen kann. Und das vierte Kriterium lautet, man kriegt das Grundeinkommen, ohne dass es jetzt erstmal eine Pflicht gibt, zu einer Gegenleistung, ohne die Pflicht in der Arbeit zu tun. Wenn ich das so sage, kommt natürlich die Frage auf, über das Problem, wenn ich es auch immer hier diskutiere. Also ich finde es auch bloß unglaublich wichtig, ich bin ja sehr etikettiert. Deswegen ist mir die Frage auch ernst. Aber wie funktioniert denn das heute in dieser Gesellschaft? Wer macht denn die Arbeit, die wirklich unverzichtbar ist, die vielleicht besonders schwer ist in dieser Gesellschaft? Und was für Bedingungen machen Sie das? Also wenn man möchte, dass eine Arbeit getan wird, die unverzichtbar ist für die Gesellschaft, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann erstens den Schulbuch hochsetzen. Weil ich meine, es gibt trotzdem noch einen Anreiz, auch was für 1000 Euro pro Monat von sich zu finden. Man kann zweitens die Arbeitszeiten reduzieren. Ich kenne mehrere Fälle von Frauen, die überzeugte Altenpflegerin waren und gesagt haben, diesen Stress oder diesen Druck konnte ich den Beruf nicht mehr ausführen, ich muss den aufgeben. Wenn die 20 Stunden die Woche den Menschen ausführen und dann mit besseren Arbeitsbedingungen, nämlich nicht so, dass man nur ein paar Sekunden pro Patient hat oder so, dann wäre das womöglich erhältlich. Und das dritte Moment ist, es gibt so manchen Tätigkeiten, wo man sagen kann, das könnten wir auch machen. Da geht es nicht wie Pflege, Bildung, aber wir haben immer noch Arbeiten, wo eigentlich schon Maschinen das komplett unterlegen können. Hier sieht es eine biomechanische Abfallanlage. Ich habe mir mal angeschaut, da braucht nur noch Ingenieur für Kavarienfall, ansonsten wird alles rein aufgeteilt, rein mechanisch technisch möglich. Trotzdem gibt es immer noch Anlagen, wo Leute wirklich unter zivilstehenden Umständen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit ihren Händen Müll sortieren müssen. Warum ist das so, wenn man es eigentlich alles maschinell erledigen könnte? Also immer noch Leute, die denen so dreckig gehen, dass sie wirklich für eine Nummer oder so eine schwere Arbeit machen und sich deswegen nicht unbedingt so ein Fettbestellung unternehmen, denn das ist immer noch maschinell erledigen. Also da finde ich, dieses mehr, also technischen Fortschritt sollte zu einem Zeitwohlstand für alle führen, dazu führen, dass wir Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben und nicht verhindert werden, wenn man Menschen da noch zu besonders glücklich zur Arbeit gepresst werden. Auch solche Debatten sind für uns. Finanzierungsfragen kommen, aber weil es schon angesprochen ist, sind wir mittendrin, will ich es mal sagen.
aufgestellt, das vorne, wer sich darin vertiefen will, in unterschiedliche Modelle. Aber das, was ich gut finde, geht davon aus, dass es auf alle Nettoeinkommen nochmal eine 35-prozentige Grundeinkommensabgabe gibt, und das hätte folgende Verteilungswirkung. Das reichste Drittel der Bevölkerung wird stärker zur Kasse gebeten. Die bekommen zwar auch am Monatsanfang das Grundeinkommen, aber am Ende des Monats oder am Ende des Jahres schlägt das Finanzamt mit einer deutlich stärkeren Besteuerung zu, sodass die unter dem Strich miese machen. Also ich denke, so Abgeordnete an, Bundestagsabgeordnete, die müssen ein bisschen drauf zahlen. Der große Vorteil ist, dass die mittleren zwei Drittel in der Gesellschaft besser oder sichergestellt sind. Und ich sage, das ist ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. Weil wenn die Schere immer weiter auseinanderklappt, und das kann man in anderen Ländern auch gut anschauen, das wird am Ende zum Boomerang für die gesamte Gesellschaft. Denn die Reichen müssen ja dann irgendwie ihren Reichtum absichern. Genau, von Kriminalität und so weiter. Und ich finde außerdem, in der Demokratie könnte sich doch eigentlich ein Modell, was zwei Drittel besser stellt, auch umsetzen. Womöglich hat man noch nicht die Partei im Bundestag dafür gewonnen. Deswegen sage ich, wir brauchen dringend jetzt auch die Möglichkeit mit bundesweiten Volksabstimmung. Und eine der Maßnahmen, die wir damit einführen könnten, ist ein Grundeinkommen. Beim Grundeinkommen wird man auf die Zivilgesellschaft setzen müssen, die diesen Kulturschock dann auch durchführen kann. Arbeitgeber und Arbeitskraftgeber in einem deutschen